Jubel. So, noch ein Häuschen. Nahrungssammler haben wir jetzt jedenfalls genug. Gold- und Holzsammler eigentlich auch. So, wir brechen. Sie lauern hier überall. Noch eine Reliquie. 7 Meilenstiefel. Erhöht Geschwindigkeit von Helden. Sehr schön. Also ja, zerstören wir auch den Hafen. Dann kriegen wir nämlich die Schiffe auch noch von von Aitri. Diesmal sage ich es richtig rum. Wir haben einige von Aitris Fischkuttern erobert. So, und jetzt müssen wir hier erobern. Gut. 10 Minuten müssen wir durchhalten, dann haben wir gewonnen. Dafür müssen erstmal die Türme hier weg. So, und wir können jetzt hier irgendwo... Genau, unsere Heilquelle aufstellen. Dafür habe ich die nämlich zurückgehalten. Und bauen hier eine Bergfestung auf. Sehr schön. Ah, wir haben wieder nicht genug. Ach, wenn Not am Mann ist. Dann dürfen auch mal die Hersen wieder bauen. Da kommt nämlich schon der erste Gegenangriff von Aitri. Auch wenn es nur ein paar Hersen sind. Und ein Aufserk. Eigentlich könnte uns jetzt fast nichts mehr passieren. Wir haben nämlich eine gute Armee. Wir haben ziemlich gute Rüstungssachen. Heimdall verstärkt Welle und Türme. Das ist nützlich. Wir kriegen mehr als genug Nahrung. Also könnten wir die Fischerkutter, die wir hier oben haben, eigentlich fast schon ignorieren. Lustig, dass hier in dem See Lava rausströmt. Das macht einem ja gleich noch mehr Mut. Sichtweite von Einheiten können wir erhöhen. Und da uns die Waffenkammer gehört, kriegen wir auch ständig Ressourcen. Was auch von Vorteil ist. Ich würde gern Huskale ausbilden, nur für Huskale habe ich nicht genug Holz. Also müssen ein paar Jarle her. Jarle sind übrigens eine der wenigen Infanterieeinheiten, die ich ausbilde. So. Eigentlich können wir uns jetzt zurücklehnen, weil viel mehr dürfte uns nicht mehr passieren. Wir können noch weitere Truppen ausbilden, vor allem hier unten. Und vielleicht noch... Naja, dafür haben wir nicht genug Holz. Und dafür müssten wir noch 2 Zwerge mal anschaffen, die noch mehr Holz sammeln. Oder einfach unsere Holzwirtschaft verbessern. Und ja, stimmt, wir haben ja Loki als Hauptgott. Das heißt, unsere Hersen produzieren mythische Einheiten. Das haben wir ja in der Mission, in der Hauptkampagne, in der einen Mission gar nicht mitbekommen. Da, wo wir mit Skull zusammen das Banner in Sicherheit bringen mussten. Und wir haben groß hier alles, sehr schön. Wo wir mit Skull das Banner in Sicherheit bringen mussten, war das nämlich eigentlich auch ein bisschen Missionsessenz. Wo ist der Schwerpunkt? König des Hügels. König des Hügels. Spieltyp, bei dem sich eine Schatzkammer in der Mitte der Karte befindet. Für denjenigen, der sie erobert, beginnt der Countdown zum Sieg. Also ja, einfach mal
Halten Sie die Zwergenspiele Schatzkammer mindestens 10 Minuten. Also, das ist einfach mal so ein Spielprinzip. So ein Skirmish-Siegsspiel in eine Kampagnenmission eingebaut. Ganz nett gemacht. Erobern Sie die Schatzkammer, indem Sie Aitris Truppen rundherum vernichten. Die Nahrung ist in den Höhlen ist knapp. Fangen Sie Fische und gehen Sie auf Bärenjagd. Zerstören Sie Aitris Häfen, um seine Fischgründe zu erobern. Sie können ausschließlich Zwerge als Sammler ausbilden. Sie werden eine Menge Gold benötigen. Also an Gold mangelt es uns nicht. Wir kriegen ja jetzt auch schon durch das hier, durch die Reliquie. Ne, wir haben sie ja hier in der Mission gar nicht. Eltrimir Kessler, wir haben ja Heimdall als sekundären Gott. Was praktisch ist, das heißt, wir könnten mehr Einheer hier ausbilden. Also baut ihr mir hier noch einen Tempel, dass wir ein paar Einheer hier uns holen können. Achso, ich habe ja noch Zwerge ausgebildet zum Sammeln. Na, besetzt mal das Dorfzentrum da für noch mehr Bevölkerung. Und ja, jetzt haben wir keine Gunst mehr, aber wir haben ja 10 Hersen, die für uns Gunst erzeugen. Das dürfte also relativ schnell gehen. Weil ein Heer hier finde ich eigentlich ganz cool. Sogar Riesentöter ein Heer hier. Wow, und der Gegner setzt uns Jarle entgegen. Also Aitri schickt Jarle. Die allerdings nicht gerade viel machen. Ja, ein Heer hier. Wissenschaftlicher Name Homo sapiens, Größe 2,30, tolle Homo sapiens. Ernährung, üppige Mengen menschlicher Nahrung, besonders Wildschweinfleisch. Die Einherier waren die toten Helden, die von den Valkyren in Empfang genommen und nach Asgard gebracht wurden, wo sie mit Odin lebten. Ja. Stimmt das auch? Eigentlich wurden... Die Valkyren suchten nur die besten und heldenhaftesten Krieger aus. Während ihrer Zeit in Asgard feierten die Einherige die ganze Nacht und kämpften den ganzen Tag. Ihre Wunden heilten auf magische Art. Durch diese ständigen Kampfübungen bereiteten sie sich darauf vor, dass Odin sie am Tag von Ragnarök zum Kampf an der Seite der Götter riefe. Achso, das waren dann wirklich die allerbesten Krieger. Weil wahre Krieger sind doch normalerweise nach Valhalla eingezogen. Und lustig, wir haben die Heilquelle, obwohl wir Heimdall haben. Können wir das mal kurz gucken? Da steht denn bei Valkyren? Ja, hier steht Valhalla. Valhalla ist eigentlich die Halle der Krieger. Also der gefallenen Krieger, besser gesagt. So. An den Säulen der Höhle hat sich viel Gold angesammelt. Wir sollten dort graben. An den Säulen der Höhle? Das ist mir jetzt gerade neu, dass das kommt. Also er meint wahrscheinlich dieses Gold da. Weil hier haben wir ja bald kein Gold mehr. Okay. Ein Heer hier kosten 3 Bevölkerung. Was auch recht viel ist. Aber ja, mit der Armee kann sich... Aitri eigentlich gar nicht mehr messen. Und ja, ich glaube, er meint damit die Säule der Höhle. Ja, das ist eine Säule. Hier sind kleine Zwergengoldminen. Und nicht wenige. Also ja, wenn uns das Gold hier ausgeht. Ja, mit der letzten Bevölkerung können wir theoretisch noch ein paar Huskale ausbilden, da wir jetzt genug Gold kriegen. Der schwere Stoßtrupp hier ist aber hoffentlich nur ein Naja, okay, es kommen noch 2 weitere. Also ja, Aitri macht wirklich nicht... sich keine großen Mühen, das Ding zurückzuerobern. Jetzt schickt er noch einen Großjarl und einen Hersen. Wobei es der Herse halt nicht lange macht. So, wir kriegen Huskarle.
Skepan. Und zwar ziemlich schnell, Huskarle, was ich gut finde. Ja, das mag ich. Das ist, die Wikinger sind eine ziemlich infanterielastige. Eine ziemlich infanterielastiges Volk. Wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum ich sie so sehr mag. So, damit habe ich mein Bevölkerungslimit wirklich aufs Maß ausgeschöpft. So, breche ich dich mal ab, dass das da unten nicht die ganze Zeit so nervig blinkt. Und ja, ich könnte theoretisch ins letzte Zeitalter voranschreiten. Aber in der einen Minute ist das nicht mehr nötig. Von Drachenboten? Warum ist das dann da drüben? Egal. Wir haben die Schatzkammer. Wir müssen noch 1,5 Minuten durchhalten. Und Aitri ist ins mythische Zeitalter vorangeschritten durch die Bosheit von Hel. Und schön. Ich könnte theoretisch auch mit Hel ins letzte Zeitalter. Dann könnte ich den Nithekar rufen. Aber wie gesagt, in einer Minute ist das Ganze eh Geschichte. Und ja, Aitri ruft in die Töcker sogar. Und schickt mir weiter Großjarle und Hersen entgegen. Ja, eigentlich alles nicht der Rede wert. So, ihr darüber. Hier gibt es jede Menge kleine Goldminen zum Abstauben. Und ja, selbst wenn der Nithekar jetzt noch kommt in den letzten 20 Sekunden, er schafft es nicht hier irgendwas zu reißen. Es wundert mich wirklich, dass er noch nicht da ist. Oh. Das war nur ein Bär. Also ne, der Nithekar kommt nicht mehr. Dafür ist der Eber fertig. Und wir haben diese Mission geschafft. Yay. Brock, wie kannst du es wagen, meine Idee zu stehlen? Deine Idee? Das ist doch lächerlich. Es war Skuld. Was tut ihr denn hier? Habt Dank für den Eber, meine kleinen Freunde. Es war nicht schwer, euch reinzulegen. Aitri, Bruder, all das war Lokis Werk. Er hat uns dazu gebracht, uns gegenseitig zu bekämpfen. Er hat Freyas Gabe gestohlen. Wir müssen den Eber zurückerobern. Ja. Jetzt geht's wieder zurück ins Kampagnenmenü. Also, wie man gerade gesehen hat, wenn man darauf geachtet hat, unten auf den Text stand da nicht Skuld, der geredet hat, sondern Loki. Das ist meine Vermutung halt, dass Skuld wirklich Loki in einer Tarnung ist. Was eigentlich auch Sinn macht, wenn man Loki kennt. Der verkleidet sich immer gern als irgendjemand anderes, um seine Spiele zu treiben. So, jetzt zum Resümee für die ersten 3 Missionen. Die letzte behalten wir uns für die nächste Aufnahmesession auf. Sonst wird die Aufnahmesession zu lang, weil das ist die einzig wirklich lange Mission in der Mini-Kampagne. Was ein bisschen schade ist, dass sie nur 4 Missionen hat. Also diese 4 Missionen hier. Sogar ohne Nummerierung, wie mir gerade so auffällt. Hier ist ja alles schön durchnummeriert. Und auch, glaube ich, hier, ja. Aber die goldene Gabe hat einfach nur Missionsnamen, keine Durchnummerierung. Und hat auch leider nur diese 4 Missionen. Es ist aber trotzdem eine schöne Kampagne, allein schon deswegen, weil sie kostenlos war.
Und weil es eine Nordland-Kampagne war. Mit Zwergen. Also Zwergenfreunde sind wirklich, kommen wirklich voll auf ihre Kosten hier. Ja, wir haben Brocks Reise abgeschlossen. Brock und seine Zwerge machen sich auf den Weg zu den Zwergenminen. Wir haben Eitris Reise abgeschlossen. Eitri und seine Zwerge machen sich auf den Weg zu den Zwergenminen. Machen sich auf zu den Zwergenminen. Und wir haben den Kampf um die Schmiede abgeschlossen. Der Kampf um die Schmiede. Wem gelingt es zuerst, den goldenen Eber zu erschaffen? Ja, das ist Brock gelungen, also uns. Und Loki hat ihn geklaut. Jetzt müssen wir in Lokis Tempel eindringen. Die Zwergenbrüder müssen erkennen, dass sie von Loki hereingelegt wurden und brechen auf, um Loki auf seinem Land zu bekämpfen. Also ziemlich weit da oben. Weit weg, wenn man sieht. Wenn man sich hier die skandinavische Karte anguckt, sind die ziemlich weit gereist. Wenn man bei der Kampagne hier guckt, sind wir hier unten angekommen, haben uns ganz langsam vorwärts bewegt. Ja. Also haben uns mehr hier so rum bewegt. Während Brock und Eitri, also Brock von hier gestartet ist, Eitri von hier. Komischerweise ist die Zwergenschmiede auf einmal hier gewesen. Also ich glaube, die haben es einfach nicht hier nicht ganz so genau genommen mit den Sachen. Man sieht auch, die Bilder hier sind ziemlich verpixelt, verschwommen, die sie da diesmal reingesetzt haben. Wenn man beim Stoß des Dreizacks guckt, sind sie etwas besser zu erkennen. Aber was soll's. Das ist jetzt bloß Erbsenzählerei von mir. Hier ein bisschen. Gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir die letzte Mission von der Goldenen Gabe. Und dann geht's los in die richtige Erweiterung. Aber das kommt dann auch ein bisschen später erst. Also, bis dann.